Ja, lieber Frank, herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wir befinden uns gerade in Neukölln. Neukölln, ja, Berlin sozusagen, Berlin-Neukölln. Hier auf der Terrasse und zu Gast ist jetzt hier der Georg. Ich habe ja Georg kennengelernt über Kai Brenner, über diesen Kanal, der er bei Telegram hat. Krank war gestern und Kai hat ja immer ab und zu mal von dir etwas in seinen Kanal geschoben sozusagen. Naja, wir gucken mal, was Georg sagt zu dem Thema. Und irgendwann kam der Moment, also ich habe das mir angehört und irgendwann sagte er, jetzt hat er seinen eigenen Kanal, der Georg, und schwuppdiwupp, ich weiß nicht mehr, ich bin natürlich sofort rübergegangen und habe gesehen, wow, 100.000, und du bist inzwischen ja schon bei, ich glaube, fast 13.000 oder 14.000, ne? Ja. die dir folgen, nicht verfolgen inzwischen auch, aber dir auch folgen. Und Ich sag mal so, das möchte ich schon auch noch vorab sagen. Ich bin bei dir auch hängen geblieben in dem Kanal, weil du mir sehr viel Kraft und Ruhe gegeben hast. Ich habe das oftmals so gemacht, dass ich mir abends, also deinen Kanal habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben, abends. Vorm Schlafen gehen manchmal, wo ich runterkommen möchte, und habe mir das angehört, weil du Bereiche beleuchtest, die ich von anderen nicht so kenne. Also normalerweise wirst du informiert mit Daten, Fakten und mit irgendwelchen Bildern, aber du gehst sehr doch auf den Einzelnen ein. Du beschäftigst dich eigentlich mit dem Sinn des Lebens, würde ich fast sagen, und mit vielen, vielen Dingen, die Fragen, die uns alle beschäftigen. Und dann ist es auch so, wenn man das abends, also mir ging es so, als ich das abends gehört habe, bin ich mit einer Ruhe in den Schlaf gegangen. Also nicht mit irgendwelcher Unruhe und Angst und mit all diesen Dingen, sondern es hat mir sehr viel Kraft gegeben. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass du jetzt hier bist, live bist, dass ich dich sehe. Und wir gehen jetzt einfach mal, wir fangen einfach mal an. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet und dann werden wir mal gucken. Ja, gerne. Ich würde ganz gern dich bitten, mal etwas zu deiner Person sagen. Wer du bist, wo du wohnst, wie alt du bist und ja. Also ich bin der Georg, bin 34 Jahre alt und wohne ja in einem kleinen Kaff zwischen Karlsruhe und Heidelberg, so ein bisschen ländlich und eher auch ein bisschen zurückgezogen. Ich finde es hier in Berlin sehr schön, aber es ist auch sehr viel für mich, diese ganzen Reize. Ich nehme irgendwie, ja, ein bisschen ungefiltert, sage ich mal, die Dinge wahr. Das ist manchmal sehr praktisch, sehr viel wahrzunehmen. Gleichzeitig ist es manchmal sehr anstrengend. Zu dem, was du vorhin auch gesagt hast, was irgendwie den Kanal angeht, was auch meine Geschichte angeht, die mich da irgendwie hingebracht hat. Mein Leben war ziemlich anstrengend und ziemlich nicht so schön. Es war sehr viele große Herausforderungen, die mich dazu gebracht haben, mir einfach Fragen, also es sind einfach immer Fragen in meinem Leben aufgetaucht, die ich irgendwie beantworten musste, um zu überleben. Also es ging bei mir immer um Überleben, es ging immer um Leben und Tod. Und deshalb habe ich ein sehr breites Spektrum im Bereich jetzt, egal, ob es irgendwie, wie funktioniert die Welt auf der wirtschaftlichen, auf der geopolitischen, auf der politischen, auf der internationalen Wirtschaftspolitik. Das sind so Themen, wo ich sage, oh, da. Aber dann auch psychologisch, tiefenpsychologisch, wie funktioniert der Mensch? Warum sagt jemand was und macht dann etwas anderes? Und dann aber auch spirituelle Themen, wo natürlich man auch, ja, ich sag mal, immer so die Suche nach der Wahrheit, und man findet die in allen Bereichen. Und ich bin da sehr breit, sage ich mal, aufgestellt, wodurch ich mich auch darin übe, die Dinge auf den Punkt zu bringen und losgelöst, also zum einen informativ, zum anderen aber auch nicht in dieser Angstmache, sondern immer in dem Wissen und Verständnis, es ist alles gut. Das ist so, würde ich mal so sagen. Ich könnte jetzt sofort
klingen und können, wir können uns der Wahrheit widmen, aber das machen wir jetzt nicht, weil dann würden wir wahrscheinlich noch mal 2 Stunden sitzen. Da können wir Jahre sitzen. Jahre wahrscheinlich. Weil was versteht man unter Wahrheit, sollten wir vielleicht das nächste Mal besprechen. Darf ich ganz kurz gerne, was dazu natürlich sagen? Ja, du, da, weil das ist mir immer wichtig, weil das, so, weil das, was die Wahrheit, was diese Thematik angeht, einfach vielen nicht so klar ist, dass es verschiedene Wahrheiten gibt. Eben, ja. Weil für mich gibt es die absolute Wahrheit und die relative Wahrheit. Die absolute Wahrheit ist etwas, was in allen Kontexten wahr ist. Mhm. Das heißt, das ist für alle, ist es einfach so. Ja. Und dann gibt es aber eine individuelle oder eine relative Wahrheit, die ist geprägt durch den Blickwinkel. Zum Beispiel, wenn ich hier jetzt eine 6 hinmale, ne? Dann sehe ich die 6 und sage, das ist eine 6. Und du sagst, nee, das ist eine 9. So ist es. Da hast du recht. Ja, du ich habe aber auch recht. Ja, natürlich. Es ist relativ auf den Blickwinkel. Ne? Ja. Und so ist es manchmal so, dass immer die Leute denken, dass sie die Wahrheit haben. Dabei ist es nur die relative. Und wenn ich davon ausgehe, dass nur ich die Wahrheit habe, dann führt es natürlich dazu, dass das zu Missverständnissen führt. Mhm. Und da sage ich, ne, finde ich immer wichtig, da zu wissen, naja, es gibt die absolute und es gibt die relative Wahrheit. Wenn jemand das anders sieht, ja, dann ist es seine Wahrheit und das ist okay. Aber die Frage ist, naja, wo beide Blickwinkel führen letztendlich zur absoluten Wahrheit. Weil wir können das angucken und sagen so, ah ja, wir haben beide recht. Ne? Ja. Und wenn wir das jetzt aber so nehmen, dann ist es für uns beide die 6. Ne? Und dann ist es die Verbindung. Und wenn wir es vielleicht von einer ganz anderen Perspektive sehen, haben wir beide gar nicht recht. Könnte ja auch sein, ne? Dass wir beide nicht recht haben. Dass es nicht mal weder eine 6 noch eine 9 ist. Nee, gut, es ist, was ist es? Es ist, es ist ein Zeichen. Ein Zeichen, worauf wir uns geeinigt haben. Ja, und das ist schon wieder die Interpretation, dass wir gelernt haben, richtig, das ist eine 6 und das ist eine 9. Genau. Aber das sind ja nur Worte. Und es gibt wirklich die absolute Wahrheit. Mhm. Das ist einfach so. Ja. Punkt. Ne? Wenn man dann Naturrecht oder gibt viele Themen, wo man da, naja, es gibt Gesetzmäßigkeiten, die gelten einfach, ob du das willst oder nicht, ist scheißegal. Entweder du kennst sie oder kennst sie nicht. Soweit mal dazu. Da können wir einen Cut machen. Es gibt eben ja, die existenzielle Angst und die, ich sag mal, so eine theoretische Angst. Und ich bin, ich nehme die wahr und lass mich einfach nicht kontrollieren. Und die Ängste, die halt vor allem durch die Medien und überall auf der Welt irgendwie unterwegs sind, also ich sehe sie und denke mir, oh Scheiße, was machen die da? Ja. Und ich weiß, mich kriegen sie nicht. Ich kann. Man kann mir da keine Angst machen. Wie kommst du darauf? Also ich meine, du sagst jetzt, mir kann man keine Angst machen. Es gibt ja so viele Menschen, die momentan Angst haben. Wir brauchen ja nur mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Alle haben eine Maske auf. Jeder guckt den anderen an. Oh, könnte er was haben? Ich meine, wie kommt das, dass du keine Angst hast? Gut, ich trage keine Maske. Und klar wäre ich ab und zu angekackt. Ja. Aber das spielt keine Rolle. Ich glaube, ich bin... Ich bin in meiner Welt. Mhm. Ja, und ich und da gibt es keine Angst. Also die Angst gibt es in der äußeren Welt, aber nicht in meiner inneren. Und ich hab gut aufgeräumt. Also ich hatte früher sehr viele Ängste. Ich hatte lange Phasen in meinem Leben, wo ich schwer depressiv war, Selbstmordgedanken 10 Jahre lang und wirklich und das waren alles. Ich sag mal, alles, diese ganze Scheiße, was in meinem Kopf war, das war alles basierend auf Ängsten und auf Lügen oder Täuschungen. Und da habe ich mich auf den Weg gemacht und nach Antworten gesucht und habe gemerkt, so, oh, wenn du das glaubst, dann geht's dir nicht gut. Also wenn du das glaubst, geht's dir gut. Und dann im Laufe der letzten, ich sag mal, 10, 11 Jahre, habe ich das halt alles irgendwie, ah ja, okay, aufgeräumt. Und mittlerweile ist es irgendwie klar. Viele haben ja, oder es wird ja behauptet, die Pandemie existiere noch. Wir haben sehr viele Infizierte und viele haben eben auch Angst vor dieser Krankheit. Ich höre mal heraus, dass du nicht solche Angst vor dieser Krankheit hast. Aber welchen Rat würdest du Menschen geben, die diese Angst haben? Also die Angst basiert ja auf Information. Ja. Und eine Information kann Angst machen, eine Information kann auch die Angst wieder lösen.
Aus meinem Verständnis ist die Welt nicht auf Angst aufgebaut, sondern die Angst ist etwas, was erschaffen wird, um Kontrolle auszuüben. Und das bedeutet nicht, dass es keine Krankheiten gibt. Ja? Nur der Tod gehört halt genauso zum Leben wie das Leben. Also es gäbe ohne den Tod gäbe es kein Leben. Ja. Das heißt, auch da ist wieder, habe ich Angst vor dem Tod. Wenn ich das gelöst habe, dann habe ich auch keine Angst vor einer, Krankheit. Und da die Informationen, die wir heute irgendwie zugänglich haben, ich meine, das sind ja wirklich die offiziellen Zahlen des RKI als Beispiel, wobei ich natürlich auch andere Informationen schon länger habe, für mich entdeckt habe, wo für mich klar ist, ich brauche vor diesem Virus, ich brauche davor keine Angst haben, weil für mich die Faktenlage eindeutig ist. Nur das ist halt, das sind Fakten, die man suchen muss, die einem nicht präsentiert werden. Das, was wir präsentiert bekommen, das ist eher das Gegenteil. Ich gehe jetzt mal ein paar Monate zurück oder vielleicht können wir einfach mal zurückblicken. Wir befinden uns ja seit über fünf Monaten, glaube ich, in der Pandemie. Ich glaube, haben wir ja Ende August. Und wie hast 6-7, also es ging Mitte Februar, ging es langsam dann los. Ja, du hast recht. Anfang Januar waren die ersten Prozesse und da gab es auch die ersten Gesetzesänderungen, obwohl der Virus erst, ich glaube, Ende Januar offiziell, ich glaube 24. Januar um den Dreh war die erste offizielle Meldung, dass es dieses Virus gibt aus China. Ja. Und dann hat es seinen Lauf genommen. Ja. Wenn du jetzt mal vergleichst, wie hast du dich früher, also vor 6 Monaten, sagen wir mal, wie war deine Situation dort zu dieser Zeit und wie ist sie jetzt? Was hat sich bei dir verändert? Meinst du im Außen und im Innen? Ja, ich meine beides, genau. Das ist auch gut, dass du das sagst, weil es gibt ein Außen und ein Innen. Es sind sehr große Unterschiede, weil im Innen hat sich nichts verändert. Okay, ja. Also im Innen ist mein gutes Gefühl ist immer noch da und das war auch vorher schon da. Ja. Also ich hatte vorher keine Angst und habe auch jetzt keine Angst und auch zwischendurch hatte ich keine Angst. Und das Gegenteil von Angst ist so ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jeden Tag irgendwie strahlend rumlaufe, aber ich bin im Reinen mit dem, was ist. Ja. Im Außen hat sich natürlich sehr viel verändert. Und zwar in meinem individuellen, sag ich mal, in meinem persönlichen Leben, wenn ich das irgendwie angucke, dann hat sich, sag ich mal, wirklich alles verändert. Wenn man vor 6 Monaten irgendwie sieht, da war ich arbeitslos, bin irgendwie gerade so untergekommen, habe irgendwie echt gucken müssen, wie ich irgendwie überlebe mit Essen, Trinken und hat im Außen überhaupt keinen Spaß gemacht und ich sage nochmal, im Innen war trotzdem alles okay. Ne? Also das Äußere, das sind für mich zwei wirklich unterschiedliche Dinge. Nur im Außen hat sich mein Leben wirklich im letzten Monat, wir haben jetzt, haben wir heute den 31., ne, glaube ich. Also die Zeit, ich also gar die, kein in Gefühl den letzten 31 Tagen hat sich bei mir, hat mein ganzes Leben hat eine völlige Umkehrung gemacht. Ich lebe gerade in einem Zustand, auch im Äußeren, der einfach nur wunderschön ist. Also ich bin mittlerweile, ich bin sehr zurückgezogen und lebe eigentlich gerne irgendwie für mich und mache so mein Ding. Und bin sehr zurückhaltend und gebe aber gerne Auskunft, wenn man mich fragt. Und es gibt mittlerweile viele Menschen, die fragen. Und das ermöglicht mir jetzt erst die Möglichkeit, auch in Kontakt mit vielen Menschen zu gehen, was vorher nicht so war. Das ist auf der einen Seite für mich ein bisschen anstrengend, auf der anderen Seite ist es einfach schön. Und auch die wirtschaftliche Lage, die mein ganzes Leben katastrophal war, hat sich plötzlich verändert. Und ich, ganz ehrlich, ich check das, es ist noch nicht wirklich bei mir angekommen, weil das alles zu schnell ging. Das hört sich doch so gut eigentlich an. Oh, ja, das hört sich sehr gut an. Also, das hört sich super an. Schön. Ist mal eine ganz andere Sicht oder eine ganz andere
meisten beschweren sich oder sind traurig oder dass es eigentlich schlechter wird und haben Angst. Wieder, da spielt wieder die Angst eine große Rolle. Die Angst vor der Zukunft, was passiert, worauf müssen wir uns einstellen. Wenn du dich auf die Angst fokussierst, wird sie größer. Ja, genau. Bis du sie besiegt hast. Ja. Und dann, es kann ja nicht gut werden, wenn du der Angst die Kraft gibst. Also Angst ist kein guter Ratgeber. Das ist so ein einfacher Satz, den jeder kennt. Ja. Aber wenn man das gerade in den Nachrichten irgendwie mal sagen würde, dann denken ja alle so, aber jetzt gilt der Satz nicht. So, ja, klar. Naja, mit Angst wurde ja auch, ich meine, seit Jahrtausenden, wenn man so will, wird ja mit Angst gespielt. Also ob das Christentum war, also die Zeit, ne, also oder immer, eigentlich immer wieder. Also hauptsächlich geht es ja darum, Menschen zu beeinflussen, denke ich mal, mit der Angst oder in eine bestimmte Richtung zu lenken. Ne? Das Angst ist, also es gibt keine Macht ohne Angst. Ja, genau, das sehe ich auch so. Weil ich erreiche viele Menschen, aber ich habe keine Macht. Ja. Und ich bin auch gar nicht interessiert daran. Ja. Mir ist es scheißegal. Nur wenn ich nach Macht dürste, ne, dann brauche ich die Angst. Ich habe mal eine Frage. Ich frage mal ganz einfach. Was ist für dich eigentlich das Wichtigste im Leben? Worauf möchtest du auf gar keinen Fall verzichten? Gibt es so etwas? Also wir sind jetzt im Äußeren. Ne? Wir sind im Äußeren, sage ich jetzt mal. Das waren zwei unterschiedliche Fragen. Ja, ne? Stimmt. Da hast du recht. Fangen wir mal die erste an. Was ist das Wichtigste? Was das Wichtigste ist im Leben und im Außen sind wir jetzt. Richtig. Im Außen. Also ich bin ein sehr gerechtigkeitsliebender Mensch. Und das ist für mich eine Basis, die immer in den letzten, seit ich auf dieser Welt bin, nicht existent war. Das habe ich immer vermisst und mir ging es damit wirklich nie gut, weil ich einfach Ungerechtigkeit schnell erkenne und ich habe nie verstanden, warum das toleriert wird und sogar noch applaudiert wird. Das ist mir wichtig und dafür stehe ich auch ein. Und wo ich sage, naja, wenn diese Gerechtigkeit, und das hat natürlich viele Aspekte, auch dieses, hey, wir sind doch alle hier, also wir sind doch gleich, also im Sinne von, wir haben doch die gleichen Ziele, lasst uns doch, und wir sind gleichzeitig sehr individuell, aber diese Gerechtigkeit ist da auch so, wo wir einfach das Miteinander irgendwie, ne, wenn ich mit mir gerecht umgehe und mit dir gerecht und mit dir gerecht und mit jedem, der irgendwie, wenn wir alle, weißt du, in dieser Gerechtigkeit, und die Gerechtigkeit ist halt natürlich auch wieder eine Frage, wo man philosophisch diskutieren könnte, wo ich sage, naja, wenn ich zum Beispiel die Gerechtigkeit nehme und als Basis das Naturrecht zugrunde lege, naja, das ist für mich wichtig, weil wenn ich denke mir, ey, wenn sich jeder an diese paar Regeln hält, das sind ja gar nicht viel, Alter, dann geht's uns allen scheiße gut. Und dann sind wir alle einfach glücklich. Es gibt keinen Mangel mehr. Es gibt nur noch ein schönes Miteinander. Es gibt auch keine Verletzung, kein Schmerz und keine Lüge mehr. Und natürlich ist das eine Wunschvorstellung erstmal, weil das ist ja erstmal, jetzt gerade ist es nicht so. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir auf einem Weg sind, weil das ganze Ding ja gerade an die Wand gefahren ist. Also die Ungerechtigkeit, naja, das Ergebnis sehen wir heute. Und macht das Spaß? Ganz ehrlich, das darf sich jeder fragen, ob das gerade Spaß macht, wir hier im Außen sind. Ja, wir haben ja schon öfter miteinander darüber gesprochen, über das Thema Gerechtigkeit und überhaupt über was mich also fasziniert, ist eigentlich deine positive Einstellung für die Zukunft. Das hatten wir ja auch vorhin schon, das Thema. Ja. Aber wo nimmst du die Kraft her? Oder? Naja, das ist auch so. Es gibt sehr viele Wege, diese Frage zu beantworten. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich hatte ziemlich viele beschissene Erfahrungen in meinem Leben. Und irgendwann habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich aus jeder wirklich sehr herausfordernden Situation gestärkt rausgegangen bin. Das zum einen, wo ich weiß, okay, aus Herausforderungen, da wachsen wir. Und zwar nicht im Sinne von körperlich wachsen oder von irgendwie Chaka-mäßig, sondern das ist so ein inneres Wachstum, das positiver Natur ist, sag ich mal. Ja. Und natürlich schaue ich mir diese Krise an, die im Moment weltweit stattfindet,
und habe mir natürlich auch die Krisen, sage ich mal, der letzten Jahrhunderte in dem Rahmen angeguckt, naja, was denn aus solchen Krisen entsteht. Und ich meine, was ist denn nach Deutschland passiert, als Deutschland völlig am Arsch war? Zack, dann ging es irgendwie durch die Decke. Und auch wenn das heute, glaube ich, viele noch nicht begriffen haben, weil viele denken, dass es nächste Woche oder übernächste Woche oder nächsten Monat wieder alles weiterläuft wie bisher, das wird aus meinem Verständnis halt nicht passieren, weil die Industrie als auch die Wirtschaft völlig zerstört ist. Nur man sieht es noch nicht, weil das alles noch künstlich am Leben gehalten wird. Und die Krise liegt sozusagen vor uns. Das ist alles Geplänkel im Moment noch. Das ist alles die Show vor der Show. Das ist alles die Vorbereitung. Und es hört sich dann auch, ne, da könnte man jetzt auch sagen, das macht ja Angst. Also das ist ja furchtbar. Ne? Ja. Aber wir wollen ja, dass es gut wird. Und jetzt ist es nicht gut. Und manchmal muss es schlechter werden, bevor es gut wird. Und deshalb, ich beobachte auch, es wird irgendwie immer schlimmer. Also die Nachrichten wirklich, das ist ja unerträglich, finde ich, in vielen Bereichen. Ne? Wo ich sage, da wird es einem ja wirklich schlecht, was da fabriziert wird. Wo ich aber denke, je schlimmer, desto besser. Also wir müssen wirklich da an diesen Nullpunkt und dann geht's ab. Und dann ist auch alles gut. Und dann wird's auch gut. Und ich bin da schon. Viele fragen sich ja, wie geht es weiter? Was passiert nicht nach Corona? Corona werden wir nicht verlieren oder vergessen. Es wird Neues kommen. Denke ich, also das ist, wir können Viren nicht aus unserem Leben eliminieren. Wir haben sie in uns, werden sie immer mit, oder? Oder was? Hey, Corona ist eine Geschichte. Ja, gut, das sowieso. Und die Geschichte wird irgendwann beendet sein und dann kommt die nächste Geschichte. Ja. Das ist wie, redet heute noch jemand über den Klimawandel? Scheiße, wir müssen doch alle schon tot sein, oder? Was die letztes Jahr in den Nachrichten geschrieben haben, da frage ich mich, warum wir überhaupt noch am Leben sind. Wir müssten doch alle schon längst tot sein. Wir müssten verbrannt sein. Und es ist kein Thema mehr. Dabei ging es letztes Jahr um Leben. Ja. Wirklich, es ging um Leben und Tod. Wir müssen jetzt etwas verändern oder wir gehen alle drauf. Ja. Und jetzt ist das Gleiche. Und da wechselt sich immer, ich beobachte das seit 20 Jahren. Da wechselt, das ist wirklich. Corona kann sein, ganz ehrlich, da kommt ein neues Thema. Und es gibt einige Themen, die schon passiert sind, wo in der Schublade liegen. Ich bin gespannt, welches als nächstes kommt. Aber es sind echt geile Geschichten. Und ganz ehrlich, wenn die dir, je nachdem, welche Schublade du rausholst, dann ist nächste Woche und das Potenzial in diesen Schubladen ist da. Wenn du eine bestimmte Schublade aufziehst und da ein Thema auf den Tisch legst, dann gibt es nächste Woche. Und wirklich, nächste Woche spricht keiner mehr über Corona. Das kann so schnell gehen, was uns natürlich auch die Macht dieser Medien zeigt. Ich gucke mir das ja schon seit vielen Jahren an. Das ist wirklich beeindruckend, wenn man das mal wirklich so aus dem, nicht aus dem ich-individuellen Blickwinkel, sondern aus einem übergeordneten Blickwinkel anguckt. Und das ist ein Blickwinkel, den ich gern einnehme, weil das viel entspannter ist. Da brauchst du nicht dieses in diesem Angstporno-Leben, sondern du guckst dir das aus einem gewissen Abstand an und sagst, ach Gott, ja, was für eine Nummer ziehen sie denn jetzt wieder? Gut, das erfordert natürlich viel Wissen, viel sich auseinanderzusetzen mit den Dingen oder mit den vielen, sag ich mal, Informationsquellen. Die meisten orientieren sich ja, wie auch unsere Bundeskanzlerin sagte, bitte halten Sie sich da an die offiziellen Medien, was wir sagen, das ist die Wahrheit. Das machst du ja auch sicherlich. Du wirst und du suchst ja überall. Und das ist, viele sind bequem geworden, denke ich. Ne? Das ist anstrengend. Es ist anstrengend. Es braucht sehr viel Zeit. Ja. Es ist viel einfacher, wenn du dich abends um 20 Uhr auf deine Couch legst und dann kommt jemand und erklärt dir die Welt. Da muss ich kurz mal einhaken, weil wir hatten ja schon mal darüber gesprochen. Ich glaube, es war mit dir, wo du sagtest, so die Tagesschau. Wie wird sie eingeläutet? Was passiert da eigentlich? War das nicht mit? Hab ich das Ja. Ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, aber du hattest Nein, mir das was ist, gesagt. Ja, also sagtest, ich meine, warum sagt die Frau Merkel? Es sagt ja nicht nur die Frau Merkel sowas. Es sagt ja auch die Frau von der Leyen, als auch viele andere sagen, Leute, ihr müsst das gucken. Ne, wo man sich fragen kann, kann ich mich nicht, also, dass das so mit Nachdruck gemacht wird. Ja. Aus meinem Verständnis ist es so, dass die Tagesschau, da kommt ja vorher diese Uhrzeiger, din, 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 din.
Und hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Und das ist eine, wirklich, also ich kenne mich sehr gerne, weil ich habe viele Spezialthemen, in denen ich mich sehr gut auskenne. Und so würde ich auch sagen, die Psychologie oder die Tiefenpsychologie finde ich auch super spannend. Und auch das Thema Hypnose ist ein unglaublich spannendes Thema. Und es gibt wirklich viele Menschen, die glauben das nicht, dass es Hypnose gibt. Ich kann sagen, es gibt's. Und das ersehen wir gerade da draußen in unserer Welt. Ja. Weil viele gar nicht sehen können, was hier passiert. Ja. Und die holen sich jeden Tag um 20 Uhr ihre tägliche Hypnose ab. Und wenn man sich die Strukturierung dieser Tagesschau anguckt, dann ist das auch wirklich so aufgebaut. Ne, das ist vorher, diese Dramaturgie vorher, dann mit diesem Gong und dann diese, auch wie diese Themen, also wirklich, wie das aufgebaut ist. Also ich finde es genial. Ja. Weil wie genial musst du das irgendwie verpacken, dass du eine ganze Nation in eine Geschichte spinnst und die gucken nicht mehr nach oben und unten, sondern folgen nur noch dieser Geschichte. Nur jetzt ist natürlich auch das ist so passiert, beziehungsweise wir sind mittlerweile an einem Punkt, dass die Realität zu weit weggeht von der Geschichte, die sie uns erzählen. Weil, also ich meine, am Samstag die Nachrichten sagen, ja, da waren schon 38.000 Menschen in Berlin. Ne? Ja, immerhin mehr. Und ich fand es dann noch großartig, mittags haben sie gesagt 35.000 und dann kam drauf später, nein, wir haben uns geirrt, es waren doch viel mehr Menschen, es waren 38.000 Menschen. So. Und ich stehe auf der Straße zum 17. Juli und ich habe das, in dem Moment habe ich das gelesen und ich schaue nach vorne und ich schaue zurück und sage mir, okay, und ich wusste, dass in diesem Moment noch 30.000 in der Friedrichstraße von der Polizei festgesetzt wurden. Und das ist einfach zu weit weg. Weißt du, das, und das kannst du wirklich, und das ist, selbst wenn du in der Hypnose bist, man muss es so sagen. Es gibt Menschen, die sind wirklich nur, die gucken abends Tagesschau und die haben wenig Kontakt mit Menschen. Aber jeder, der hier in Berlin war, der geht nach Hause und erzählt. Ja. Und aus meinem Verständnis waren es mehr wie 38.000. Ne? Ja. Ich möchte auch gar keine Zahlen in den Raum werfen, weil das wieder zu Spaltung führt und zu Interpretation. Es waren wirklich, ich habe noch nie so viele Menschen auf einmal gesehen. Und es war eine grandiose Stimmung. Wirklich, das war so geil, eine so coole Energie, Familien, Kinder, Alte, wirklich aus allen Gesellschaftsbereichen. Und die Medien zeigen dann, guck mal hier, da ist ein Nazi. Und dann siehst du das in der Tagesschau. Und selbst Leute, die, sage ich mal, alles blöd finden, was ich mache und was ich sage, ne, haben jetzt auch schon angeschrieben, sag mal Georg, war das wirklich so, wie die Nachrichten schreiben? Ja. Bist du verhaftet? Geht's dir gut? Bist du noch am Leben? Und ich so, war eine geile Party. Es war super. Ja klar, da hinten waren ein paar Idioten und ja, das kommt dann in Nachrichten. Aber wir hatten einen großartigen Tag und all diese Menschen gehen nach Hause und erzählen die Wahrheit. Und die Nachrichten, ich meine, für mich ist das nur noch Panik. Das ist ja, wir haben ja, ich war ja auch da, als ich habe das ja auch alles mitbekommen. Man hört es noch an meiner Stimme. Ich habe immer mitgerufen und ich fand es auch fantastisch, dass Robert F. Kennedy gesprochen hat. Ich glaube, das war sowieso das nochmal, das war das i-Tüpfelchen. Unabhängig von der, ich sag mal, von dem Menschen Kennedy, es ist die Botschaft, die er vermittelt hat. Und natürlich das, was wir ja auch wissen, Kennedy steht natürlich als Symbol. Nicht? Es ist, ich meine, ich war damals, glaube ich, 5 Jahre, als er in Berlin war, 1962. Und sogar ich kann mich daran erinnern, dass Kennedy in Berlin war. Und natürlich dieser Satz, ich bin ein Berliner, ist, und das, was jetzt auch Robert F. Kennedy ja gesagt hat, ist, ich kriege jetzt wieder Gänsehaut. Und das ging, ich habe es beobachtet bei allen Menschen um mich herum, war es wirklich, es war fantastisch. Es war ein Wahnsinnsgefühl. Es war ein Wunder. Ein Wunder. Also ein Wunder ist etwas, das eigentlich völlig den normalen Begebenheiten widerspricht. Und wir können uns die letzten 20, 30, 40 Jahre angucken.
das war wirklich, also erstens, so viele Menschen waren aus meinem Verständnis in Deutschland noch nie auf der Straße, zumindest nicht in den letzten 70 Jahren. Dann spricht ein Kennedy, dann sagt er das, was er sagt, was ja auch sehr beeindruckend war. Und dann stehen die Leute da, und was ist denn, wenn man ein Wunder sieht? Na, weil ich stand drin, also ich stand drin und habe nur ein breites Lächeln gehabt und mir sind die Tränen gelaufen, weil ich gedacht habe, so endlich sagt's mal jemand und die Menschen hören zu. Und es standen alle da, haben es ja gehört. Und dann, ich habe mich nach rechts und nach links, und dann standen da auch ein paar Leute, die haben einfach nur gelächelt. Man hat sich angeguckt und hat gesagt, und es hat keine Worte gebraucht, einfach nur wow. Ja. Und dann habe ich nach rechts geguckt und dann standen da drei, ein bisschen älter wie ich, glaube ich, die standen so da. Die waren so wirklich. Und wenn du ein Wunder siehst, weißt du, dann gibt es entweder du so wow, oder du bist einfach geflasht. Ja. Und es war jetzt nicht, weißt du, das war okay, okay. Okay, und ich finde es natürlich wirklich tragisch, was die Medien mit diesem Wunder machen. Das muss man sich wirklich, die versuchen alles, dieses Wunder zu zerstören. Weißt du, und das ist, und auch da muss ich dann heulen, weil ich denke, wie kann man sowas Schönes kaputt machen? Ne? Und jeder, der dort war, weiß das. Ja. Und viele, die zu Hause waren und das live irgendwie miterlebt haben, wissen das. Und die, die dann abends Fernseh gucken, die kriegen gesagt, das ist der riesen Scheiß. Und so schafft man Trennung. Ja. Weißt du, so wird Trennung geschaffen. Das ist das ja, oh, da kriege ich, ne? Mir ist es auch aufgefallen. Das ist wirklich, ich bin, wenn ich in dieser äußeren, ne, ich bin jetzt in der äußeren Welt, weil in meiner ist alles gut. Ich gehe nachher wieder zurück und es ist alles gut. Aber in der äußeren, das ist, da kann ich richtig sauer werden. Und wir brauchen ja, also ich meine, wir brauchen ja andere Menschen, das ist ja ganz klar. Wir brauchen Körpernähe, wir brauchen Austausch, wir wollen uns kommunizieren, wir wollen miteinander reden. Ich merke es ja, wir waren ja vorhin in Köpenick gewesen, in einem Café, und haben mit mehreren Menschen zusammen gesprochen. Es war alles eigentlich wie früher. Also wenn man so will, ist, wenn man sich die, sag ich mal, die kleinen Räume sucht, kann man sie ja auch momentan finden. Aber viele haben ja die Angst und gehen gar nicht mal raus. Die bleiben zu Hause. Nicht? Und wichtig ist, aus meiner Sicht ist es sehr, sehr wichtig, dass wir auf die Menschen zugehen, dass wir mit ihnen kommunizieren, dass wir uns öffnen, dass wir ihnen zeigen, dass wir sie nicht, also auch wenn sie eine andere Sicht haben oder eine andere Meinung haben, auf sie öffnen. Diese andere Meinung und diese andere Sicht, das ist nämlich noch viel besser, weil welche Sicht hat denn wer? Ja. Hast du nämlich den Sicht in den Fernseher? Richtig. Oder hast du denn Sicht auf die Realität? Und das ist das, wo die Trennung geschaffen wird. Aber, und ich stimme dir natürlich völlig zu, es ist wichtig, dass wir Menschen wieder zusammenfinden und völlig losgelöst von der Sicht, von der unterschiedlichen, weil wenn wir in Gesprächen sind und ehrlich zu uns sind, ganz ehrlich, dann wollen wir doch alle das Gleiche. Genau, ja. Also wir wollen doch alle das Gleiche. Das Problem ist nur, oder die Herausforderung der jetzigen Zeit ist, manche erkennen, wer diese Trennung schafft und manche sind noch in der Trennung, weil sie es noch nicht erkannt haben, wer das ist. Dass das etwas ist, was geschaffen wird, und wenn du das nicht in dein Bewusstsein, wenn du dies nicht anguckst, dann ist das im Unterbewusstsein und du bist in der Trennung. Also es gibt Menschen, mit denen kannst du gerade nicht reden, weil die in der Trennung sind. Gleichzeitig wird sie ja gerade zerstört. Also alles on the road. Das heißt, wir sind eigentlich auf dem guten Wege. So sehe ich das ja auch. Wir sind eigentlich, du hast ja mal gesagt, die Geschichte ist sowieso schon geschrieben. Und letztendlich ist es eigentlich nur noch, es muss nur einfach, das Programm muss ablaufen, so habe ich dich verstanden. Die Geschichte muss zu Ende geschrieben werden. Genau, ja. Es ist für mich ist alles schon erledigt. Ja. Die Dinge, die passiert sind, die sind schon passiert und es muss nur noch zu Ende geschrieben werden. Aber es gibt für mich ich sehe keine Möglichkeiten mehr, diese Geschichte nochmal in eine andere Richtung zu drehen. Welche Geschichte danach kommt? Das ist jetzt meine nächste Frage.
So, ich habe jetzt hier keine Glaskugel dabei. Ich weiß nicht, wie die Zukunft aussieht. Ich meine, ja, das wäre schön, ne? Dann könnten wir jetzt hier genau sagen, was jeder machen muss und wie es aussieht. Ich habe aber doch eine Frage. Vielleicht kannst du dann uns allen ein bisschen weiterhelfen. Könntest du dir, ich sag mal so, so wie der Ist-Zustand ist, wird es ja wahrscheinlich nicht weitergehen. Also es sei denn, wir verfolgen jetzt den Plan, das dem Programm von Frau Merkel, unserer Regierung, sage ich jetzt mal allgemein, dann wissen wir in etwa, was auf uns zukommt. Oder was machen wir? Ja, ich weiß. Oder was gibt es für Alternativen? Oder gibt es überhaupt Alternativen? Immer. Also wir entscheiden, wo es hingeht. Wenn wir in die absolute Zerstörung wollen, dann gehen wir da auch hin. Und es gibt Interessengruppen, die uns da möchten. Also ganz, ne, ich meine, ich habe es vorhin schon mal gesagt, die Wirtschaft ist am Arsch. Mhm. Man sieht es zwar noch nicht, weil diese ganzen Zombie-Unternehmen noch künstlich am Leben gehalten werden, aber es ist eigentlich alles schon vorbei. Also es ist alles schon passiert, es muss nur noch den Menschen gezeigt werden. Und dadurch, dass es schon vorbei ist und dass es schon passiert ist, haben wir, aus meinem Verständnis, haben wir uns als Menschheit schon entschieden. Und zwar, das ist schon eine Weile her. Von daher gibt es für mich, ne, wenn du sagst mit der Glaskugel, also ich, für mich ist das alles relativ klar, wo die Reise hingeht. Ich kann natürlich nicht konkret sagen. Ne? Viele fragen mich immer, wann. Ja. Ne? Aber ja, dann sage ich, naja, das Konstrukt der Zeit ist, die Zeit ist eine Erfindung. Das gibt's nicht. Also habe ich da auch keine Antwort drauf. Aber ich kann sagen, was so grob passieren wird und wo wir irgendwie hinkommen und wo wir irgendwie hingelangen. Und wir haben uns schon gegen diesen Weg, der im Moment noch politisch versucht wird, durchzusetzen, wir haben uns schon dagegen entschieden. Das heißt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es einen wirklich gigantischen Wandel gibt, der sehr schwer sich vorzustellen ist, weil unser Leben, ja, es war ja immer so. Wir sind Gewohnheitsmenschen, weißt du, wir gewöhnen uns irgendwie an jeden Scheiß. Und wir können uns nicht vorstellen, dass sich alles verändert, aber das ist eigentlich genau das, was ich sage, würde, anhand dessen, was passiert ist, weil ich ja auch, in meiner Welt sieht es alles schon ganz anders aus. In meiner Welt ist es schon so, wie, wo ich sage, da geht es für uns alle auf die eine oder andere Art hin. Und das ist eine schöne Welt. Das ist eine Welt, wo die Menschen wieder verbunden sind. Das ist keine Welt, wo dieses Ellenbogen und ich will mehr und ich will mehr und ich, sondern dass wieder, wo ein Gemeinschaftsgefühl entsteht. Und dass, wenn dieses Gemeinschaftsgefühl wieder entsteht und auch das Verständnis, wer wir sind und wo wir herkommen, dann daraus entsteht dann auch die Kraft, wo wir hingehen, dass wir wieder beginnen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und das muss in diesem Prozess natürlich passieren, weil die werden ihr Programm weiterfahren. Die Frage ist, sagen wir, wir haben da keinen Bock mehr drauf und das passiert ja gerade. Und immer mehr erkennen das und irgendwann werden wir sagen, okay, jetzt reicht's. Von meiner Seite reicht's schon lange. Ich finde es unerträglich, was da draußen passiert, was mit unseren Alten passiert, was mit unseren Kindern passiert, was mit unseren Unternehmern passiert, was echt, das ist katastrophal, dankeschön. Und dann ist natürlich die Frage, viele haben Angst vor Veränderung, was natürlich auch immer tricky ist, aber das, dieser Angst, wir hatten es vorhin schon über die Thematik Angst. Naja, die Angst ist was in uns ist und wir müssen den Kampf, den individuellen Kampf gegen die Angst gewinnen. Und wenn die Angst weg ist, die Angst und die Trennung und der Schmerz und das Leid, ja, stellt euch vor, wie sähe die Welt oder wie, also, und ich sehe das schon, weil ich weiß, wie es ist, wenn das nicht mehr ist. Und das ist schön und super und die Möglichkeiten, die da für uns alle
irgendwie aufgehen werden, ne? Was neue Technologien angeht, was die Ressourceneffizienz angeht, weißt du, auch in wirtschaftlichen Bereichen. Das ist wow, 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 wow. Da, ne? Momentan ist es ja eher, sag ich mal so, ein Konkurrenzkampf. Und ich würde sagen, das Ziel ist ja eigentlich, etwas gemeinsam zu tun. Für uns alle gemeinsam etwas ein Miteinander. Und momentan ist ja immer so der Stärkere gegen den Schwächeren, oder? Das ist, oder man könnte auch sagen, gut gegen böse, wie auch immer, oben gegen unten oder wie auch immer. Und ich denke auch, das ist auch schon wieder eine völlig Außengeschichte oder eine Frage, die eigentlich wirklich mehr im Außen ist. Wir sind ja schon eher jetzt ins Spirituelle gekommen. Könntest du dir überhaupt vorstellen, ich meine, wir haben jetzt Parteien, wir haben einen Bundestag, wir haben eine Verfassung, wir haben Grundgesetze, soweit sie noch in vieler Form noch gelten, sage ich jetzt mal. Wir haben eine Demokratie. Könntest du dir vorstellen, dass sich da etwas ändert? In der Politik, im sozialen Bereich, naja, ich sag mal eher Politik oder in der Staatsregierungsform? Das ist eine heiße Frage. Ich weiß. Die stellen sich aber sehr viele. Okay, dann gebe ich mal eine Antwort. Aus meinem Verständnis, ja, und das widerspricht wirklich dem, was wir alle irgendwie gelernt haben. Aus meinem Verständnis ist das, was hier existiert, wenn du sagst, dass wir hier eine Demokratie haben, dass wir hier ein Grundgesetz haben, dann fehlt mir die Rechtsstaatlichkeit dahinter, und zwar die Souveränität. Weil soweit ich das beobachtet habe, existiert kein Friedensvertrag. Ne, viele sagen, der 2+4-Vertrag, das war auch ein Friedensvertrag, aber warum heißt er da nicht Friedensvertrag? Warum sagt dann ein amerikanischer Präsident, wir sollten mal einen Friedensvertrag mit Deutschland schließen? Ja. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir immer noch im Kriegszustand sind. Warum sind wir bei der UN sind wir noch als Feindstaat gelistet? Naja, wenn das so sein sollte, sagen wir mal, vorsichtig, ne? Ich sehe, dass das so ist, dann würde das bedeuten, dass die aktuelle Bundesregierung als auch das Grundgesetz nicht auf einer Rechtsstaatlichkeit aufgebaut ist, sondern eine Verwaltungsmacht oder Verwaltungsinstitution ist, die rechtswidrig eingesetzt wurde. Und das macht natürlich das alles, man könnte denken, dass es das kompliziert macht, aber eigentlich macht es das ganz einfach. Das muss weg. Es muss wieder etwas etabliert werden, wo wir als Volk überhaupt eine Verbindung damit haben. Und das haben wir ja überhaupt nicht. Ich meine, da brauche ich mir nur das letzte Wochenende angucken. Das Bundesverfassungsgericht sagt, naja, rechtens, diese Demo ist rechtens und es ist alles okay, ihr dürft auf die Straße. Die Menschen gehen auf die Straße, die Polizei blockt ab, sperrt 30.000 Leute ein, kesselt sie ein und sagt, ihr haltet euch nicht an die Regeln, das geht so nicht. Oh, alles gut, weiter. Okay. Und das ist natürlich alles andere als rechtsmäßig. Oder, ich meine, ich gucke mir seit Jahren die Gesetzesänderungen an. Ja, ja, ich weiß, ja. Ich meine, eine politische Partei ist per Recht ein Verein. Ja. Und im Vereinsrecht ist jedoch tituliert, was eine kriminelle Vereinigung ist. Und dann steht da, was eine kriminelle Vereinigung ist. Und dann ist ausgeschlossen eine politische Partei. Weil per Definition eine politische Partei in dem, was sie tut, eine kriminelle Vereinigung ist. Also, ich sage, ja, du kannst ja, also, die haben das alles so schön zusammengebaut, dass sie sich völlig unangreifbar gemacht haben. Ja. Oder, dass ein Justizminister, beziehungsweise ein Generalstaatsanwalt dem Justizminister unterstellt ist und der Justizminister der Frau Merkel unterstellt ist. Ja, das ist schon auf dessen Basis wir keine internationalen Haftbefehle in Den Haag ausstellen können. Stimmt. Wo ich sage, Leute,
die machen, was sie wollen. Ja. Und ganz ehrlich, das, was wir gezeigt bekommen, das ist das, was sie uns zeigen. Und ich weiß einige Dinge, die im Hintergrund passieren. Wenn die Leute nur wüssten, was wirklich hier passiert ist in den letzten, nur in den letzten 10 Jahren, nur in den letzten 2 Jahren, da wird es euch schlecht. Da kriegt ihr es Kotzen. Naja. Und es muss weg. Ich meine, du sagst ja auch immer, es muss den Leuten gezeigt werden. Das ist einer meiner Lieblingssätze. Ich weiß. Und es ist nur die Frage, wie drastisch muss man es ihnen zeigen, dass sie es sehen, sage ich jetzt. Man begreifen vielleicht gar nicht, vielleicht müssen sie es sehen. Ne? It's happening. Und es happt. Ja, das denke ich auch. Also ich denke, also mir ist aufgefallen zum Beispiel, als wir am Brandenburger Tor waren am Freitag, ich meine, ich bin ja sowieso schon in einer anderen Welt, wenn ich so sagen darf, aber mir ist ja aufgefallen, dass plötzlich du siehst tanzende Menschen, die fröhlich lachend sich umarmen und dann kommt ein Maskenträger direkt neben diesen vorbei. Und ich dachte, wenn du das so siehst, in diesem wirklich extremen Kontrast, denkst du, das kann ja gar nicht wahr sein, das sind ja zwei Welten, nicht? Genau so ist es. Ja. Wirklich. Also wir leben parallel oder gleichzeitig in zwei Welten. Mir geht es ja manchmal selber so. Ich weiß manchmal morgens gar nicht, in welcher Welt ich mich befinde. Also, ja, nicht? Ich springe bewusst zwischen den Welten. Mhm. Ja, das ist, ich könnte jetzt wirklich groß ausholen und erklären, wie das. Aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist zu verstehen, dass jeder Mensch sich seine eigene Welt erschafft auf Basis dessen, was er irgendwie aufnimmt. Und deshalb ist es sehr wichtig, was wir uns reinziehen. Ja, weil ziehst du dir die Tagesschau rein oder ziehst du dir alles Mögliche rein und bildest dir deine eigene Meinung. Aber das ist halt anstrengend. Nur ja, das schöne Beispiel, das du gerade nennst, das sind lachende Familien mit Kindern und dann läuft ein Maskenträger irgendwie so durch und du denkst so, oh Gott, was ist, von welchem Stern kommt denn der? Genau, ja. Ne? Und jetzt ist einfach der, wirklich, das läuft ja seit 2-3 Jahren, das aus meinem Verständnis, man könnte das mit Welten, aber auch, ich finde, jeder macht seine eigene Welt und die einzelnen Welten sind aber in den einzelnen Universen. Das heißt, wir haben zwei Universen, die mittlerweile auseinandergehen. Mhm. Es ist aus meinem Verständnis so, ein Universum hat eine Zukunft. Ja. Und das andere ist bereits am Sterben, weil die Welten da zerstört werden und hier kommt plötzlich, wacht jemand in dem neuen Universum auf. Also, es ist bereits entschieden. Weil das, ja. Geht ja nicht anders. Ich habe das Gefühl ja sowieso schon länger, aber ich hoffe, dass viele, die dieses Gespräch jetzt gesehen haben, unser Interview oder unser Gespräch, sage ich mal lieber, vielleicht etwas mehr Hoffnung haben oder bekommen und Zuversicht. Ich sage ja auch immer, es kann nur besser werden, schlechter kann es uns gar nicht gehen. Wir sind auf einem wunderbaren Weg. Für mich ist es so, bei mir öffneten sich die Augen und ich habe plötzlich Menschen kennengelernt, wie dich jetzt zum Beispiel. Das wäre nie passiert. Deshalb bin ich sogar sehr dankbar, dass das, was geschehen ist in den letzten Monaten, auch mich ein wenig aus dieser, ich sag mal, Hamsterradrolle herausgestoßen hat. Immer nur arbeiten, 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 Geld abgeben und es wurde ja immer mehr. Also man arbeitet und es bleibt ja sowieso nicht viel übrig, weil alles steigt und plötzlich ist alles egal, letztendlich. Ob du morgens aufstehst oder im Bett bleibst oder was auch immer, du kannst viel mehr dich mit dir selbst auseinandersetzen. Zumindest, wenn man jetzt nicht irgendwo angestellt oder so ist. Und das ist für viele auch man muss es nur sehen, denke ich. Man muss es wahrnehmen in dem Moment. Eine wunderbare Erfahrung, oder? Ja? Ich glaube, viele haben vergessen zu leben. Ja. Und viele wissen gar nicht mehr, was das ist. Weil die Arbeit ist nicht das Leben. Ne? Und der Weg zur Arbeit auch nicht. Und der Heimweg auch nicht. Und meistens sind sie dann zu Hause und müssen sich erholen, dass sie am nächsten Tag wieder arbeiten können. Oder sie sind zu Hause und es gibt mannigfaltige Ablenkungs-
Manöver. Fußball, Filme, Serien, keine Ahnung. Du kannst alles machen und die Menschen denken, dass das Leben ist. Und aus meinem Verständnis ist es das nicht. Nur, du kannst niemandem sagen, dass er nicht lebt. Ne? Es ist etwas, was man wirklich nur intrinsisch, was jeder für sich erfahren muss. Und natürlich ist diese Entwicklung, die wir jetzt in den letzten 6 Monaten, dieser Lockdown, dieser, okay, Hamsterrad, machen wir mal großteils Pause. Für viele hat es ja gestoppt. Ja, ja. Für viele ist es weitergelaufen. Ja, ja, das stimmt. Ich kenne viele, die sind jetzt noch äger drin wie vorher. Ja, ja, das stimmt. Ja? Nur auch da ist es wieder so, dass das, was vor uns liegt, naja, der Stopp wird kommen. Es ist scheißegal. Der Wirtschaftskollaps, und es ist mir ist das ja schon ganz egal. Wenn eine Versicherung kippt. Ja, es ist wie ein Kartenhaus. Das ist wirklich. Die Sparkassen werden nur noch durch die internen Sparkassenversicherungen aufrechterhalten, genauso wie bei der Volksbank. Die sind eigentlich alle am Arsch. Hm. Und jeder, der sich damit ein bisschen auskennt, weiß das. Also, wenn eine Versicherung kippt, dann kippt die Sparkasse. Wenn die Sparkasse kippt, dann kippt die Volksbank, dann kippt die Commerzbank, dann kippt die Deutsche Bank und dann kippt die ganze Welt. Also, wir sind hier wirklich alle in einem Boot. Und daran erkennt man, das muss ja nicht mal bei uns passieren. Richtig. Wenn in Portugal ja. eine Bank kippt oder in Spanien, dann ist wirklich, es ist nur eine Frage der Zeit. Wir haben hier in Deutschland im Moment sind, glaube ich, 700.000-800.000 Kredite, die nicht zurückbezahlt werden, seit 2-3 Monaten. Und die Leute denken, naja, machen wir halt mal eine Pause. Und ich sage, ja, ja, dann habt ihr nicht verstanden, wie dieses Spiel läuft. Das Spiel läuft nämlich nur so. Genau. Das darf ja. nicht stoppen, aber jetzt hat es gestoppt. Und jetzt, puff. Und dieses, wann es vorbei ist, ist eine Frage der Zeit. Und es ist wichtig, dass es passiert. Und wir brauchen keine Angst haben. Wir werden, das ist ganz wichtig. Viele Menschen haben Angst, dann kommen wir ins Chaos. Dann werden wir ja. uns gegenseitig ja, die ja. Köpfe einschlagen. Dann wird Mord und Totschlag auf den Straßen sein. Bürgerkrieg. Wo ich sage, Leute, das sagen die euch, dass ihr weitermacht. Es wird nicht passieren. Das Einzige, was passieren wird, ist, dass wir Menschen wieder miteinander gucken, weil wir Menschen gut sind. Wir Menschen sind gut, und wenn knackige Zeiten kommen, dann ist es immer so gewesen in der Menschheitsgeschichte, dass wir zusammenwachsen. Ich meine, ich komme aus dem Dorf, und da ist es auch nicht mehr so, dass man mit dem Nachbar irgendwie quatscht und irgendwie da in Kontakt ist und so. Ey, und ganz ehrlich, wenn es hart auf hart kommt, dann gehst du zu deinem Nachbar. Ey, hast du noch ein bisschen Mehl? Ja. Ich gebe dir dafür, was brauchst denn du? Ah, das habe ich noch. Und dass wir wieder in Kontakt kommen. Und dafür sind die harten Zeiten da. Und ich denke, es besteht die große Möglichkeit, dass das kommt. Und das wird anspruchsvoll. Ich sage gar nicht, dass das Spaß machen wird. Aber dadurch, dass wir Menschen wieder zusammenkommen werden, wird es geil, vor allem, weil es dann einfach gut werden kann. Und da sind wir wieder bei einer der ersten Fragen, was die Gerechtigkeit angeht. Ja, das stimmt, ja. Weißt du, weil diese wenn wir auf einem gerechten System das aufbauen, und jeder, ganz ehrlich, jedem ist doch klar, dass das, was wir die letzten 20, 30, 70 Jahre hier erlebt haben, nicht das Gegenteil von Gerechtigkeit ist. Und von daher dürfen wir uns darauf vorbereiten. Das ist auch schön. Das ist auch wichtig auf das, was vor uns kommt. Das ist vor uns liegt. Das ist, ja, ja, wie kann ich mich im Außen als auch im Inneren darauf vorbereiten? Ich finde, die innere Vorbereitung ist wichtiger wie das im Außen. Weil wenn die Dinge geschehen und ich in eine Schockstarre komme, weil ich mir das vorher nicht vorgestellt habe, deshalb sage ich auch, ihr braucht, ganz ehrlich, ich sage, mir braucht keiner glauben, was ich sah, aber stellt es euch mal vor. Okay, weil wenn es passiert, dann habt ihr das schon mal durchdacht, dann kommt ihr nicht in eine Schockstarre und dann könnt ihr reagieren. Wenn du in eine Schockstarre bist, dann ne? Und dann kann es auch wirklich unangenehm werden. Hm. Aber wenn wir im Fluss des Lebens sind. Also stellen wir uns auf eine gerechtere Welt ein. Und ich sage mal auch immer für mich, das ist immer so ein bisschen auch mein, sag mal so mein Anker, wo ich denke, ich glaube, oder was heißt glaube, ich denke eher, es arbeiten schon ganz viele im Untergrund, sage ich jetzt mal, oder
wo auch immer, an eine wunderbare Zukunft. Es ist alles vorbei. Es ist alles schon in Schubladen, weil viele sagen, ich kann mir das nicht vorstellen. Aber wenn man sich da ein bisschen genauer, also intensiver auseinandersetzt, kann man dann schon doch einzelne Punkte sehen, wo es hingeht. Du wirst es sogar wissen. Ich bin völlig entspannt. Ja. Also ich weiß, die Vorbereitungen laufen seit 3 Jahren. Ich beobachte Vorbereitungen, wo ich sage, okay, das ist vorbereitet. Okay, wir sind mittlerweile, aus meinem Verständnis ist alles fertig. Alle Vorbereitungen. Wir müssen nur jetzt alle ins Boot. Wir müssen nur noch aufstehen und sagen, okay, wir sind jetzt bereit für die neue Welt. Das ist doch ein wunderbares Statement. Wir sind bereit für die neue Welt. In diesem Sinne. Und ich denke mal, darauf stoßen wir jetzt einfach mal an. Hervorragend. Zum Wohl. Schön, dass du hier warst, Georg. Alles. Es war mir eine Freude. Auf die Zukunft.